Das war also jetzt eine kurze Einführung da in die Exacta Varex. Der Film ist eingelegt. Ja, dann werden wir da fotografieren. 36 Bilder habe ich da zur Auswahl. Das war sichtlich komplizierter, als wir nur eine SD-Karte einlegen. Aber schauen wir mal, ob sie funktioniert. Na dann. Objektiv drauf tun. Zack. In dem Fall 30 mm. Jetzt muss man da auslösen. Ha. Und das ist die Auslösesperre. Also auf zum nächsten. Versuche. Gehen wir rein.
Das letzte Foto ist fotografiert. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da den Film aus der Kamera wieder rauskriegen. Deckel zu. Oder wie sagt man so schön? Da machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und jetzt schauen wir, wie das da funktioniert. Auf der Unterseite gibt es da diese Kurbel. Die kann man da so ausklappen. Und da geht natürlich noch gar nichts. Da ist nämlich eine Sperre drinnen. Und jetzt muss ich gerade schauen, wie ich das in die Hand nehme am besten. Diesen Knopf da, den muss ich drücken. Und dann, ja, jetzt geht's. Und jetzt spult man da zurück. Man zieht also den Film da wieder raus und tut ihn wieder in diese Spule hinein. Boah, das geht eine Zeitl. Ah, und dann geht es einfach mal leicht. Das heißt, jetzt ist das letzte Eckerl da drinnen. Und jetzt kann ich wieder gefahrlos die Kamera aufmachen. Und siehe da, da ist er. Geht nicht raus. Haben wir schon wieder vergessen, ja? Das da rausziehen. Da ist er. Drinnen. Kurbel weg. So. Ein letztes Mal ganz aufziehen. Auslösen. Und schon kann die Kamera jetzt wieder ein bisschen schlafen gehen bis zum nächsten Film. Jetzt werde ich den einmal entwickeln und schauen, ob das alles passt, ob die Belichtungszeiten halbwegs stimmen, ob irgendwo ein Licht reinkommt. Und dann werden wir sehen.